Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, ich bin heute auf dem 13er Account und es gibt ja jetzt seit heute natürlich neue Regeln. Leute in DE in Deutschland, bitte haltet euch da weitgehend dran, sodass wir angeblich ein netteres Weihnachtsfest haben als vielleicht viele andere. Und deswegen lest euch das nochmal für euer dementsprechendes Land oder Bundesland genauestens durch, was im Moment erlaubt oder nicht erlaubt ist. Man steigt ja schon fast nicht mehr ran, lang, wo eigentlich noch was geht und wo was nicht geht. Aber wo in jedem Fall was geht, ist natürlich hier bei Clash of Clans. Der erste Skin für den Roll Champion ist, naja, ich will mal so sagen, ausgerollt. Noch nicht ganz ausgerollt. Ihr seht, ich habe mir schon den Goldpass hier wieder gekauft, auch mit dem anderen Account. Und es gibt immer diese kleinen Startschwierigkeiten, wenn der Goldpass erstmal da ist, beziehungsweise der alte Pass ist ausgelaufen. Du hast deine Vorteile alle eingesackt. Hier geht es jetzt noch. Hier habe ich jetzt 18 Millionen Gold drin und 16 Millionen Elex. Habe im Moment kein Heldenbuch mehr. Die letzten beiden Heldenbücher sind für den Warden draufgegangen. Und ein Level habe ich doch noch den Royal Champion gemacht. Und ich denke mal, das Dunkle, das werde ich jetzt im Labor verbrauchen. Allerdings ist ja auch alles erstmal teuer. Das heißt also, wenn wir jetzt mal ins Labor gucken, wie gehabt, erstmal alles teuer, als wenn du gar keinen Pass hättest. Oh, ich habe ja auch noch nichts gespielt hier. Ja, also 280.000, die Schweinereiter, die wären jetzt bei mir als nächstes dran und dann vielleicht noch eine Elex-Truppe oder andersrum. Erst eine Elex-Truppe und dann die Schweinereiter laufen lassen, aber ich würde die Schweinereiter schon eher vor einer Elex-Truppe nehmen. Da sind mir die Schweinereiter in jedem Fall wichtiger als hier so ein Babydrachen, Magier oder auch die Mauerbrecher. Dementsprechend kann man aber direkt zu Anfang des Passes relativ günstig die ersten Punkte machen. Denn man bekommt hier schon den Bilderboost bei 120 Punkten. Das ist also schnell gemacht. Und den Trainingsboost hier, dass die Truppen ein bisschen schneller trainieren, auch schon bei 160. Und die 200 kann man eigentlich schon recht schnell erreichen, muss man sagen. Kann man recht schnell erreichen, dass man dann dort ist. Manchmal natürlich mit ein bisschen komischen Aufgaben, ich weiß. Das ist eine unglückliche Aufgabe für mich als hoher Charakter hier, als Bilderhold 9. Aber wir gucken uns einmal kurz die Hoodie-Dame an. Denn, oh, das sieht gut aus. Wie so einer Schildklopf, finde ich sehr, sehr gut. Die Animation. Und es gibt ja auch ein kleines Filmchen dazu auf dem offiziellen Kanal von Clash of Clans. Und es gibt ja noch weitere Sachen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Es soll den neuen Weihnachtsbaum geben. Da ist ja auch immer ein kleiner Hype um den Weihnachtsbaum, ne? Der Clash of Clans Weihnachtsbaum. Wie wird der aussehen? Aber ganz am Ende dieses Videos, da ist irgendwas Merkwürdiges. Das kann ich noch nicht einordnen. Da kommt irgendwas Gruseliges oder irgendwas Dunkles auf uns zu. Ich weiß es nicht genau. Winter Champion ist klar. Die WM haben wir hinter uns. Wer sie geschaut hat, bombastisches Finale von Attax, vor allen Dingen von Alternate Attax, mit einem Perfect War diese WM abzuschließen, war wirklich schon echt nett anzusehen. Tolle Fights, ich meine auch von den anderen Finalisten. Viele tolle Angriffe, knappe Fights auch. Und aber ich glaube doch, na, am Ende recht dominant gewonnen. Also Glückwunsch nochmal an der Stelle hier. Und es waren ja die drei Tage. Es fing ein bisschen später an, deswegen bin ich am Sonntag nicht mehr online gekommen, da es ja wohl technische Schwierigkeiten gab. Und die zwei Stunden später angefangen hatten. Ich meine, für mich war es ganz gut. Ich war nämlich um 4 Uhr noch gar nicht zu Hause, dass das erst um 6 Uhr losging. Und ja, da habe ich dann nur, glaube ich, so am Anfang so ein bisschen was verpasst, aber die gesamte WM dann geschaut. Okay, wir machen mal die ersten Punkte. Hier würde ich sagen, ich weiß, das ist für mich ist das auch immer Königsdisziplin hier mit Barbaren. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich nehme die Riesen hier jetzt raus. Die sind nämlich viel zu lahm. Die nehme ich jetzt mal raus, die Riesen. Und wir müssen ja nur Sterne machen, mehr nicht. Also immer nur einen Stern holen pro Durchgang oder pro Runde hier. Und ich muss immer gucken, wo ist denn hier der, wie heißt er, der Lava Launcher. Denn das ist eigentlich das Interessante hier. Oh, jetzt geht er sich schon zu meinen Vögeln dort. Das ist natürlich nicht gut. Also nicht zu meinen Vögeln, sondern zu meinen Mauerbrechern. Aber macht nichts, wir gehen hier mal trotzdem
so rein. Ich muss dann immer ein bisschen aufpassen, dass ich vor allen Dingen nicht mit den Kanonenkarren hier in die rote Lavasuppe komme. Denn dann hast du verloren. Aber 33%, ihr seht, ja, manchmal werden es 2 Sterne, aber manchmal wird es ja nicht mal einer. Ne? Und dann, naja, ich habe, und ich sage noch, ja, die ersten 100 Punkte sind ja ganz easy, ne? Ist klar, Toto. Naja, gut, wir haben immerhin 1 Stern. Und das sind ja schnelle Kämpfe hier im Nachtdorf. Oh, ein bisschen Nachtdorf, mein Gott. Wie gefällt euch denn eigentlich der Roll Champion Skin? Ich habe ihn ja hier auch mal in mein Overlay mit aufgenommen. Findet ihr den cool oder findet ihr den eher, naja, mit dem Winterhoodie? Sieht ganz nett aus. Also ich finde es in Ordnung. Ich meine, es ist der erste Skin jetzt für den Roll Champion. Und da haben wir ja nun lange genug drauf gewartet. Es gibt ihn ja doch schon einen Tag länger. Oh, wir haben sogar gewonnen. Es gibt ihn ja doch schon einen Tag länger. Und von daher finde ich das eigentlich in Ordnung. So, mal sehen, dass sich der Launcher gerade mal in eine Richtung lenkt, wo ich ihn gerade mal hinlenken kann. Perfekt. Da haben wir schon mal einen kleinen Tesla. Auch nicht schlecht. So, immer so ein bisschen rechts, links gesetzt. Ich bin ja nicht so ein Nachtdorf-Spezi, das wisst ihr. Aber so ein bisschen kann man es ja irgendwie spielen. So, da müssen wir jetzt aber mal durch die Mauer da. Sind wir auch. Dann kommen wir ja auch Richtung Rathaus. Der Launcher ist jetzt schon mal kaputt, aber der Minenwerfer macht uns natürlich jetzt zu schaffen. Der steht sehr weit hinten. Und haben aber schon 1 Stern, haben wir einen, ja, 29%. Ich weiß, ich bin dem Rathaus entgegengekommen. Man kann mehr Prozent machen mit 1 Stern, denke ich mal, wenn man nicht unbedingt das Rathaus mitnimmt. Aber ich habe halt immer Sorge, dass ich denn gar nichts hole. Und besser den Stern hier für das olle Spiel gemacht, als einen Stern zu verlieren. Und so haben wir hier jetzt nämlich schon 2 Stück drin. Und auch schon dort müssen wir gleich nur noch einen Angriff machen. Dann haben wir unsere ersten Punkte hier in jedem Fall drin. Und ich bin hier im Nachtdorf eigentlich auch durch. Oh, ich kann wieder forschen. Die 4-1 hier, da habe ich eigentlich nur Rune für. Eigentlich habe ich da noch eine Rune für. Aber ich habe gesehen, im Pass gibt es gar keine Rune nach. Ne? Stimmt das? Im Pass gibt es gar keine Rune nach. Eben mal Passcheck machen. Aber ich glaube, die Bilderrune, die ist hier im Moment Rune auf Bilder Gold, Bilder Elex. Aber ich meine, ich könnte sie trotzdem jetzt nehmen. Und dann hätte ich auch die letzte Forschung hier, aber die letzte Forschung läuft mir auch nicht weg, Leute. Dann haben wir noch reichlich Elex über, vielleicht für nachher irgendwie ein paar Mauern oder so. Aber auch hier ist ja im Moment alles eher teuer. Deswegen machen wir es lieber eher billig. Und er ist auch endlich fertig mit uns. Oh, alles klar. Naja, wenn. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht immer so viel Barbaren nehmen. Ich weiß, ich könnte das auch anders machen. Beziehungsweise, ich muss nicht so viele Barbaren nehmen. Ich kann auch irgendwas anderes nehmen. Wir können ja hier hinten auch mal einen Päcker nehmen. Da brauche ich dann auch keine Mauerbrecher, glaube ich. Und die können sich ihren Weg ja hier auch bahnen. So ist es ja nicht. Nehmen wir die mal sehen. Ein dort und ein dort. Lava-Launcher hier mit rein. 1, 2, 3 Kanönchen. Und dann nochmal 2 Päckis. Wir müssen gucken, dass wir die Clanburg da bekommen. Also den Wachposten, so heißt er ja hier. Hier heißt er ja Wachposten. Da kann auch mal ein bisschen was gehen. Und dann sollen die jetzt mal ganz beherzt ihren Weg hier bringen. Gegen den Crusher hier, der ist down von der Kanone. Wunderbar. Ah, geht vielleicht sogar eine kleine Ecke besser. 1 Stern wird es auf jeden Fall. Oh, das wären sogar 2 Sterne. Denn meine Kanonenkarren bekommen hier die Meisterhütte und das wären sogar noch mehr Sterne. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber vielleicht war die Base auch ganz gut dafür. Vielleicht müsste ich auch einfach mal etwas öfter die Basis vielleicht auch wechseln. Beziehungsweise nicht die Basis, sondern die Truppen. Hoppla, da ist er nochmal nach hinten gefedert worden. Okay, dann wären das hier halt mal 100%. Okay, er tote 100% im Nachtdorf gegen den Urgur. Von Ottoman Empire. Ja, zur Liga komme ich jetzt gleich. Ich bin im Clan Deutschland Ed. Eben noch einen Angriff machen mit euch. Mensch, wir machen doch sowieso so wenig Nachtdorf. Und ich bin im Clan Deutschland Ed, denn der gesamte Clan-Herausforderer wechselt hier rein, um hier eine 30er CW zu spielen oder CWL zu spielen. Da fehlen jetzt noch ein bisschen, so ein paar fehlen noch aus dem Club der Herausforderer. Aber macht denn der hier wieder?
aus dem Club Herausforderer, denn wir hatten nicht genügend... Oh, Nerv off. Okay, wir gucken uns mal eine Dev an hier. Leute, heute haben wir mal einen Nachtauftrag. Ist, glaube ich, nicht so tragisch. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass man die ersten Sachen recht günstig kriegen kann. Aber ich meine, ich muss mich jetzt noch auf 100% schaffen und das ist nicht einfach. Selbst wenn er es ja schafft, habe ich ja gewonnen, weil ich ja zeitmäßig schneller bin als er mit seinen Bogenschützinnen. Hier, die er hier so rechts und links immer mal so reinpackt. Und mein Gigatesla da macht alles, gibt alles. Und auch die kleinen Bogenschützen lenken den schön ab, die Kampfmaschine, jawohl. Aber er hat natürlich auch ein paar Bogenschützen noch dahinter. Die macht aber mein... die hat jetzt gerade noch so die Dingsterbumster da gemacht. Der Minenwerfer. Der Minenwerfer heißt der Minenwerfer hier. So, da hat das ja geschafft. Ja, mein Herr. Also, das ist auch Erbsenzählerei hier, ne? Das ist echt Erbsenzählerei, würde ich sagen. Jetzt freut er sich gleich, dass er so viel Prozente geholt hat. Am Ende hat es ihm doch nicht genutzt. Hat er sich 3 Minuten hier durchgequält und hat doch nichts geholt. Ja, dann macht man es doch lieber schneller, oder? Dann macht man es doch lieber etwas schneller. Ich meine, er gewinnt wenigstens. Das ist ja bei mir nicht immer der Fall, dass wir gewinnen. So, jetzt müssen wir hier kurz mal funneln. Wir gehen mal hier rüber, würde ich sagen. Den nehmen wir hier mit rein. Und ein Kanönchen dort. Und jetzt gehen wir hier auf die Ecke, dass die da vielleicht mal durchgehen. Das wäre ganz schick. Machen sie auch, wunderbar. Muss ich hier auch nochmal eben... Oh, da muss ich jetzt leider Kanonen durchschicken. Ich will jetzt nicht Rollstar spielen. Ein Stern brauchen wir nur, Leute. Und wir haben aber die... Kanönchen hier, zwei sind noch da am Tesla, jawohl, den haben wir gepackt, jetzt müssen wir nur noch den Rooster packen dort und auch die Doppelkanone, dann ist der Weg in jedem Fall frei zum Rathaus, jawohl, auch nochmal rausgefedert worden, manche müssen doch mal ihre Struktur der Fallen überdenken, ich meine, der hat jetzt den Packer hier schön aus der Range der Defensive geholt, auch nicht schlecht, kann man ja mal machen. Und so gehen beide noch, sind das noch beide? Ah, nee, das ist nur noch die Kampfmaschine. Alles klar, aber trotzdem, gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Mal sehen. Es ging mir nur um den Stern, ne? Wir hören jetzt auch auf. Es ging mir nur um den Stern. Denn dann haben wir das erste Spiel hier im Sack also gemacht. Und haben jetzt auch schon die ersten Rewards hier, die 1-Game-Donation. Wir haben Book of Fighting. Wir haben den Bilderboost, ja, mit ein paar Punkten noch. Dann machen wir die anderen Sachen auch. Und wir haben sogar nochmal gewonnen. Wunderbar. Also geht doch in jedem Fall gut voran hier. Da ich ja jetzt schon einen Bilder habe, den ich frei haben könnte. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier gibt es ja auch so unheimlich viel noch abzudaten. Da kann ich mich manchmal gar nicht entscheiden, was date ich denn eigentlich ab. Aber ich glaube, warte mal, habe ich die Air Defense. Ich muss unbedingt die Luftabwehr hier hoch haben. Die habe ich jetzt zwar gerade teuer bezahlt, aber macht nichts. Macht nichts. Die Forschung schmeiße ich dann später an, wenn ich denn auf 200 Punkte bin. Wenn ich denn auf 200 Punkte bin, ich muss mal gucken, vielleicht spende ich mir gleich einfach so lange Truppen, bis ich da den nächsten 100er habe. Dann habe ich auch die Forschung etwas billiger. Oh, die können wir mitnehmen. Ah, der ist auch schön am Pumpen hier. Wunderbar, was haben wir am Start? Ja. Das können wir mal so machen hier. Das machen wir auch mal. Upsala. Ist aber böse, ne? Aber böse. Naja. Da habe ich ja jetzt fast gar nicht mit gerechnet. Aber auch nur fast. Was hat er denn da noch mal? Ach komm. Wie viel Tesla willst du denn nur haben? So. Das reicht jetzt aber auch mit den Tesla, ne? Das waren jetzt, glaube ich, auch alle, oder? Alles klar. Dann können wir... Da geht die Queen rein, Richtung Adlerartillerie. Wir haben keine Clanburg, perfekt. Das sind mir die liebsten Angriffsstrategien. So, dann setzen wir den mal down. Hier den King hin, dass der den... Dass der Scattershot so ein bisschen den... King tankt. Kann das sein, dass es noch ein 1er Scatter ist? Ich weiß das im Moment gar nicht so. Der sieht nicht so stark aus. Gerade.
So, hier mal so ein paar von denen. Der sieht gerade mal nicht so stark aus. Hier nehmen wir einmal unseren Gift beim Royal Champion. Und wo ist denn unsere Queen hier? Ah, die ist hier unten. Die kann hier unten noch ein bisschen Trouble machen. So, haben wir irgendwas am Rathaus? Wir haben noch nichts am Rathaus, aber Rathaus brauchen wir auch nie, ne? Wir brauchen nie das Rathaus, aber trotzdem soll der uns nicht alles wegbrennen hier. Der Scherge. Und das reicht ja, ja, mein King ist jetzt da schon mit drin. Wir nehmen mal hier außen die Meute kurz in die Pflicht, beziehungsweise, das war jetzt nicht so gut, ich weiß. Das war nicht so gut, aber den können wir noch da nehmen. Ich spare mir jetzt mal den letzten Fries hier auf. Mal gucken, ob wir nicht doch noch das Rathaus schaffen. Ich nehme mal den Royal Champion. Jawohl, der holt da noch die ein oder andere Defensive raus. Die Päckerdame möchte jetzt da rein. Wollen wir sie reinlassen? Ich denke mal schon, dass das hier was werden kann. Queen gezündet, eben mal nochmal gefrostet. Aber oh, mein Royal Champion hat es doch noch erwischt und meine Miner erwischt es jetzt leider auch. Aber wir kriegen ja so ein Rathaus auch noch. Wunderbar. Und dann haben wir den zu 100% gemacht. Dann habe ich doch die ersten Punkte hier drin. Perfekt. Jawolski. Alles klar. 160 haben wir damit. Wie gesagt, noch so ein paar Truppen spenden beziehungsweise oder. Aber man schmeißt jetzt einfach hier die Ressourcen vielleicht an oder sowas. So, Max kommt auch rüber. Also so langsam trudeln die Kollegen und Kolleginnen hier rein. Wir sind jetzt schon, wie viel sind wir schon? 19, also 11 Leutchen noch. Dann können wir hier loslegen. Ich wollte gestern erst einen Aufruf starten, denn wir sind auch beim Clan Free-to-Play echt wenig. Wir sind mal gerade so, ich glaube 32 oder 33, können fast nicht durchtauschen oder aber rausschmeißen die Leute, wenn sie dann gar nicht angreifen. Hier wird das anders sein. Hier haben wir komplett aktive 30 dann. Wir verzichten auf die Medaillen in Meister 1 spielen wir ja, glaube ich, da drüben bei den Herausforderern und nehmen lieber hier eine 30er mit für natürlich weniger Medaillen. Aber das ist nicht so schlimm. Auch hier kriegt man den Kristall 2, glaube ich, 244, wenn man das gewinnt. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass wir das auch gewinnen hier. Egal, was auf uns zukommt. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Ich werde euch ein bisschen was von der Liga zeigen, in jedem Fall. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Skin findet. Und schreibt auch mal rein, wie euch die Nachtdorf-Folge gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Netten Wochenstart habt ihr hoffentlich gehabt. Bleibt gesund. Euer Toto. Clasht.